was meine Beobachtung ist oder was ich jetzt auch bei dir ein bisschen rausgehört habe, so eine Emotion, die ganz wichtig ist im Kontakt, das ist eben Groll, ja, oder Ärger, Wut und alles, was da eben mit dabei ist. Würdest du das auch so sagen? Oder ist es auch dein Erleben, dass das eigentlich eine ganz zentrale Emotion ist? Also ich denke, völlig. Und besonders, es ist das größte Tabu. Ich bin überzeugt, also Wut ist ein viel größeres Tabu in unserer Gesellschaft als Sex. Und das wird so deutlich, wie quasi aggressiv und brutal Filme sind und Videospiele und Comics, wie normal es ist im Kino, dass jemand gefoltert, gequält, der Kopf weggeschossen wird. Aber wie ungewöhnlich, dass jemand einer anderen Person sagt, ich ärgere mich über dich. Da davor wird gekündigt und die Familie verlassen und das Land. Also wir vermeiden dieses Risiko, diesen kleinen Kontrollverlust, die Beschämung. Ja. Ja. Also wir bewerten den anderen und vermeiden dann den Kontakt. Vielleicht bringen wir die ganze Gruppe gegen den auf. Also wir haben alle nicht gelernt, dass man Ärger ausdrücken kann. Man kann ihn spüren und dann erlebe ich ganz praktische Vergebung. Nicht das Ideal, was ich in der Kirche lerne, sondern ich kann danach jemand ins Gesicht schauen mit einem guten Gefühl im Bauch. Die Geschichte und die Bewertungen wären egal. Ich fühle mich wieder verbunden, wenn ich mein Groll, Ärger, Hass, sogar Verachtung ausdrücken kann.